Mühlacker tanzt. Vergangenen Samstag fand das mittlerweile nun weit schon über die Region hinaus bekannte Fest 2010 in Mühlacker im alten Ziegeleigelände wieder statt. Die Erwartungen waren hoch gesteckt und konnten voll erfüllt werden. Schon kurz nach dem Einlass war das alte Ziegeleigelände in Mühlacker von mehreren hunderten Personen zur Partymeile ernannt worden. Mit Stargast und Star-DJ Chili E hatte man sich dieses Jahr etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Schon nach kurzer Zeit war das Service-Team in Schwitzen geraten. Also es ist wirklich enger als wir gedacht haben. Wir haben jetzt schon ein paar Mal Nachschub geholt, aber es zieht an den Kräften. Chili E brachte die Menschenmenge schon kurz nach Beginn zum Kochen. Alles gut, super. So eine geile Party habe ich noch nie erlebt. Wow. Hey, klasse, super fresh. Also im Vergleich zu letztes Jahr in Ennsberg ist es ja eine Offenbarung. Ja, also ich muss sagen, hier ist sehr schön. 16:10, weil 71:30 Mühlacker zerreißt die. Ich bin jetzt schon dreimal dabei, es wird immer besser. Es war der Hammer, es hat echt viel Spaß gemacht, die Leute haben gerockt. Die Organisatoren gaben an, die Ziele für 2013 erreicht zu haben. Also wir sind sehr zufrieden, hat alles gut funktioniert, sehr gut organisiert. Alles einwandfrei. Selbst DJ Chili E war begeistert vom Mühlacker Publikum. Yo, this is the place to be, baby. This is the place to be. Best what it said, Chili E Cosmic Pop. It is what it is, baby. Die Jungen hier haben sich ganz vorbildlich verhalten. Keine besonderen Vorkommnisse. Nächstes Jahr wieder dabei? Natürlich. Wir sind auch jedes Mal dabei. Ja. Na ja, auf jeden Fall. Ja, klar. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.